Hallo Freunde, hier ist Buffel Tony und Jackson Fidget ist mal wieder am Start. Ja, es gibt ein paar News und ja, gerade hier eine Quest zu Ende. Ich stelle mal die Lautstärke hier auf den Servern eben runter. Und dann ja, erstmal kommen wir zu den News von hier. Soweit ich mal geguckt habe. Ah, gut, ein Trank. Rein damit habe ich ja einen Ausdauertrank, habe ich schon drin. Ah ja, hier mein schönes Epic. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in einem Video gezeigt habe. Was habe ich denn da bisher für Stuhl drin? Ach du Kacke. Ja, aber egal. So. Dann skill ich erstmal alles hier auf Intelligenz. Ja, was es hier so Neues auf dem Server gibt. Wie gesagt, vielleicht dieses Epic. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Video gezeigt habe. Und sonst eigentlich nichts. Ich habe diesen Stab hier nochmal gekriegt. Und noch die beiden habe ich mir ohne Pilze gekauft. Aber jetzt will ich die noch nicht einsetzen auf Level 57. Hier den Schmuggler. Ja, der könnte möglich sein, wenn ich anfange. Mist. Ich brauche Crits. Ich brauche Crits. Oh, scheiße. Ja, egal. Ja, und ich bin jetzt halt über Stufe 50 und habe hier schon ein paar Spielteile gesammelt. Und Dungeons. Ja. Dann, wen greifen wir an? Ich weiß gar nicht, wer ist denn der nächste Gegner? Gehen wir mal einfach hier auf den abscheulichen Goblin. Goblin, sage ich schon, Dämon. Doch, der ist möglich. Komm, ja, sauberer Crit, Alter. Jetzt müsste er tot gehen und das geht er. Schön viel Erfahrung. Hoffe ich mal, dass mein Level abreicht. Tut es auch. Sauber. Und dann wollen wir doch gleich mal ausprobieren, den ersten Gegner in diesem Dungeon, damit einfach. Ah, warte, nee, der ist, glaube ich, Stufe 72. Der ist noch nicht möglich. Oder war das? Nein, der war schon Stufe 100, glaube ich, der, oder? Ah, ich weiß das alles gar nicht mehr. Aber den grimmigen Wolf probiere ich nochmal. Komm. Boah, der muss tot gehen. Der muss. Crit. Nein. Ja, aber gewonnen. Nochmal ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Geld. Wäre der jetzt auch nicht down gegangen, das wäre auch schon komisch gewesen. Mal gucken, ob hier irgendwas in der Gilde ist. Ach ja, ein Krieg. Ja, toll. Mal wieder löst sich die Gilde auf. Just for fun. Aufgelöst. Alle sind weggegangen. Ja, scheiße ist das. Wieso? Ich habe jetzt mal so ein bisschen nachgedacht und jede Gilde, in der ich bin, beziehungsweise war, hat sich bisher aufgelöst, abgesehen von die Bluthölle, da bin ich ja noch. Just of Fun hat sich aufgelöst. Früher meine erste Gilde auf S22, die ich selber gemacht hatte, die Eifer hat sich aufgelöst. Dann bin ich zum Platz, da wir kommen. Die haben sich auch aufgelöst. Und jetzt bin ich dabei, die Bluthölle. Mal gucken, was da noch passiert. Ich denke aber allerdings nicht, dass sie sich auflösen. Hier auf S25. Erste Gilde, wo ich war, Booth mit Tony, hat sich aufgelöst. Jetzt die Sacknasen hat sich aufgelöst. Und jetzt hier Just for Fun hat sich aufgelöst. Ja, wie man auch bemerkt, die Gilden hier bei Shakes and Fidget haben keine allzu große Lebensdauer, leider. Ich bedauere es. Weil es wäre schon cool gewesen, mit Just for Fun da so in den Top 25 mitzuspielen. Jetzt muss ich gucken, ob ich eine neue Gilde finde, aber bisher hatte ich noch keine Lust, mir eine neue Gilde zu holen. Weil erstmal werde ich hier mit dem Bonus von Just for Fun noch ein bisschen spielen und dann mal gucken, was daraus dann noch so wird. Ja. Sonst gibt es eigentlich nicht viel zu. Oh mein Gott, kommen da jetzt schon die Hohen. Ja, keine Chance, Gildenehre verloren 99, aber ist ja auch nur Alter. Noch mehr greifen uns an. Ja, es verlassen immer mehr die Gilde. Und wir sind nur noch hier, so ein ganz paar. Ich bin sogar auf der ersten Seite, haha. Und unser Gildenleiter ist fast nie online. Ja, was soll man dann schon machen? So. Wir haben mal wieder der flackernde Kerzenleuchter, den ich auch im letzten. Was? Nein, 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 nein. Das hier ist, ach so, das ist S25. Ja, ich dachte schon, ich wäre hier auf S22.
Dann wären das nämlich echt miserable Quests gewesen. So, die Psychostars, die wir hier mit der Blutwelle angreifen. Der Dönerzocker frisst mal so ein bisschen Döner hier beim Zocken bestimmt. Christoph 2915, war der nicht auch bei Plaza Willkommen? Oh, da weiß ich jetzt nicht. MB Freshbucket war, glaube ich, bei Clever Smart, soweit ich weiß. Und ich bin der fünfte von unten, der hier kämpfen wird. Ja, das ist nicht gut. Muss mehr leveln. Aber ich glaube, es haben sich auch viele nicht gemeldet. Aus dem unteren Levelbereich. Bin der fünftletzte. Da bin ich eigentlich. Fünf erste sozusagen. Also fünftletzte von in der Rangliste bin ich eigentlich nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Und ja. Was mich hier auf S22 ein bisschen nervt, ist meine Verskillung. Ich bin nämlich von Anfang an nicht nur auf Stärke gegangen, sondern habe da ausgeglichen geskillt. Und das ist, das merkt man jetzt deutlich, dass es nicht so viel gebracht hat. Weil ich jetzt viele Ehrenhallenkämpfe einfach verkacke. Und sehe auch, dass welche auf meinem Level, die einfach viel mehr Stärke haben, andere Krieger. Ja, aber soll jetzt nicht das Problem sein, das mich aufhält. Denn... ja, ich will ja nur zocken. Und solange es Spaß macht und solange mein Charakter fleißig weiter levelt, jetzt bin ich ja schon auf Stufe 141, nur noch zwei Dungeons sind zu clean, und dann geht's in den Turm. Ja, ich freue mich schon so richtig drauf, den Turm, ey. Das wird richtig cool. Und ich werde auch immer mehr Projekte anfangen hier bei Shakes and Fidget. Denn ich würde sagen, das ist ja so ein Spiel von nebenbei, da kann man doch schon mehrere Sachen dann so machen. So nebenbei, meine ich. Und ja, dann muss man jetzt, wenn man irgendwie so ein Nebenprojekt anfängt, auch nicht unbedingt immer die 100 Alu schaffen. Obwohl man das eigentlich schon kann. Aber wenn man dann mal irgendwie einen Tag keine Zeit hat und das nicht schafft, ist ja auch nicht schlimm. Okay, jetzt hier bei Uludag auf S22. Schaffe ich es eigentlich immer, die 100 Alu zu machen. Es gibt eigentlich kaum Tage, an denen ich das nicht schaffe. Okay, eigentlich gar keine in letzter Zeit. Ich habe es immer geschafft. Und ja. Jetzt, das hier werden wir erstmal noch gewinnen. Smeargold. Okay, wieso greifen wir denn die hier an? Da kriegen wir nur ganz wenig Erfahrung. Okay, meinte ich nicht, sondern ganz wenig Gildenehre. Wir sind auf Rang 14, weil Clever Smart hat Zuwachs gekriegt, guten Zuwachs. Und einen sind wir nach unten abgerutscht. Aber das soll jetzt nicht das Schlimmste sein. Wieso habe ich keine Quest drin? Geht ja gar nicht. Die hier. Hallo? Gott. So, dann. Ich habe keinen Stärke. Ah, Mist. Ich wollte gerade gucken, ob noch irgendwie ein Trank. Aber nur so einer. Dann. Ja. Dann gucken wir mal in der Ehrenhalle. So ein bisschen weiter unten gucken, ob wir denn hier wen besiegen können. Warte, wie viel habe ich denn jetzt selber an Skills? Okay, gut zu wissen. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier wen besiegen können. Ich greife ihn mal an. Ja, ich fange an. Dann sollte das ein... Er crittet. Ich kritte. Er crittet erneut. Wer noch ein Crit? Ja, Mann. Gewonnen. Ganz wenig nur gekriegt. Sammelalbum 87,76%. Bin ich eigentlich recht zufrieden mit. Alien des Zwielichts und Don Capisk. Mit Don Capisk war ich jetzt schon öfters nah dran. Ja, wegen dem letzten Video regt mich immer noch auf, wegen diesen Kack-Intelligenz- und Geschick-Items. Ich hab's nicht gewusst. Es ist so kacke. Und jetzt ist auch noch mein Ausdauertrank ausgelaufen, weil ich glaube nicht, dass ich den Don Capisk jetzt schaffe. Wenn ja, dann müsste schon ein saugeiler Versuch sein. Letztens hatte ich ihn mal bis auf irgendwie ein Achtel seines Lebens runtergekriegt, aber mehr auch noch nicht. So. Ich brauche unbedingt mal ein neues Item dafür. Mal gucken, ob da irgendwas im Zauberladen ist. Glücksitem, nee. Das nehme ich dafür nicht. So, dann gibt's noch einmal kurz News. Hier, ich zock jetzt auf dem Server 9 in Frankreich. Wegen Darkies Worlds. Der hat dann nämlich jetzt eine Challenge gemacht, wo ich mitmachen will. Oh, scheiße, verloren. Egal. Aber mehr dazu gibt's dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.